Guten Abend, mein Name ist Andreas Boxleitner und herzlich willkommen zu meinem 128. Comedy-Video hier auf YouTube. Heute soll es hier wieder mal um Schriftsteller gehen, genau genommen um Lyriker und Lyrik. Friedrich Schiller war einer der bedeutendsten Dichter und Dramatiker Deutschlands. Was viele nicht wissen, ist, dass Schiller auch Erzählungen geschrieben hat, wie zum Beispiel Der Geisterseher. Wobei der Ruhm Schillers seinen Ursprung nicht in diesen Erzählungen hatte. Ich vermute, dass der Verleger, als ihm Schiller sein Manuskript gezeigt hatte, seufzend geantwortet hat: Okay, aber machen wir kein Drama draus. Aber auch bei der Lyrik hat sich viel getan in den letzten zwei Jahrhunderten. Schon jeder Auszubildende zum Anlagenmechaniker im ersten Lehrjahr weiß, dank fortentwickelter Technik sind Dichtungen heute viel besser als zu Goethes Zeiten. Und ich habe auch ein Gedicht geschrieben, das erzähle ich jetzt mal. Es heißt Der Dachtest und geht so. Dachtest du, du würdest Dächer testen, wenn man dich ließe. Okay, ich gebe zu, das ist jetzt nicht so wie von den großen Meistern, aber auch die haben ja mal klein angefangen. Schillers Anfänge waren zum Beispiel Kleinode an die Freunde, bis er später dann seine großen Werke geschrieben hat. Das waren ja nicht nur Balladen und Gedichte, sondern auch Dramen wie Die Räuber, die auch heute noch im Theater häufig gespielt werden. Ach ja, und das erinnert mich daran, wie einmal der Regisseur von einem Theater die Leute aus der Technik gefragt hat: Wo sind denn die Schauspieler hingegangen? Und da hat einer der Beleuchter geantwortet: Zur Weinprobe. Und dann hat der Regisseur gemeint: Fleißig, fleißig. Und da fällt mir noch was ein. Finden Sie das auch so nervig, wenn Sie jemand wegen falscher Grammatik korrigiert? Ich habe zum Beispiel mal zu jemandem gesagt, ich gehe heute Abend wegen dem Illusionisten ins Theater. Und da hat der gesagt, Genitiv. Und da habe ich mich dann verbessert und gesagt, okay, ich gehe heute Abend wegen des Illusionisten ins Theater. So, das war's für heute. Vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen und ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.